Also, er hat ein Springmesser dabei. Eine Salatgurke. Ich hoffe, es ist eine Salatgurke. Ja, servus Leute und willkommen zu einem neuen ASMR-Video. Wir spielen den Police Simulator. Und ja, ihr seht gerade hier da, neu freigeschaltet Sportgelände, nee, Stadtgeländewagen. Dieser Streifenwagen ist der größte, den die Polizei von Brighton zu bieten hat. Streifenwagen freigeschaltet, okay. Der war nämlich mit dem Code mit dabei, hier bei dieser Steelbook-Edition. Und dann drücken wir mal weiter. Okay. Dann können wir hier Neuigkeiten. Okay, da gehen wir nicht rein. Neue Karriere. Drücken einfach mal. Okay. Geschlecht. Männlich. Ah, okay, jetzt können wir Charakter auswählen. Männlich, weiblich. Männlich nehmen wir. Noah Jones, Danny Lopez. Okay. Frank Miller. Ich glaube, ich nehme den. Invertierte Sicht. Das kann ich nachher nochmal. Spielmodus vereinfacht. Ah, okay. Tutorial an. Start. Tipps für Streifenpolizisten während einer Schicht wird. Okay, viel zu schnell. Erstmal einloggen. Schichtauswahl. Dies ist die Stadtteilübersicht, in der du deine nächste Schicht auswählen kannst. Du musst jede Woche 5 Schichten spielen. Du kannst pro Woche 4 Tage frei nehmen. Okay, pro Woche kann ich mir 4 Tage frei nehmen. Lol. Indem du L1 drückst, woraufhin du neue Schichten zur Auswahl erhältst. Okay. Ja, lasse ich mich jetzt einfach mal auf mich drauf zukommen. Okay, das ist noch gesperrt. Das ist auch gesperrt. Dann wählen wir das hier aus. Ja, mir bleibt ja keine andere Wahl. Neue Schichten verfügbar. Ein neuer Tag im Büro. Wirf einen Blick auf die verfügbaren Schichten. Du kannst jede Woche bis zu 4 neue Schichten beantragen, indem du einen Tag Urlaub nimmst. Das ist ein bisschen komisch. Also ich kann eine neue Schicht beantragen, indem ich einen Tag Urlaub nehme. Und ich kann 4 Tage in der Woche Urlaub nehmen. Okay. Lol. Okay. Brighton, North Point. Auswählen. Okay. Hä? Auswählen. Ah, hier. Ich muss genau hier drauf drücken. Schichtdauer 20 Minuten. Ach, cool. 15 Minuten. Machen wir mal. Wie viel ist ein Maximum? 90 Minuten. Machen wir mal zum Einstieg 15 Minuten. Whitens erste Schule wurde 1939 gegründet. In den ersten Jahren war es eine reine Jugendschule im Besitz der katholischen Kirche. Doch noch im ersten Jahrzehnt ihres Bestehens kaufte die Stadt die Schule und machte sie zu einer öffentlichen Einrichtung. Im selben Jahr wurden auch die ersten Mädchen dort aufgenommen. Die Schule besteht heute noch. Sie befindet sich in der Nähe der Kirche. Okay. Falls deine Verhaltenspunkte viel zu schnell. Schreibtisch verlassen. So, da sind wir nun. Hier im Dienst. Im öffentlichen Dienst, lol. Ein bisschen umschauen. Hier haben wir ein paar Ordner. Die stehen aber nicht 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, oh doch, mein Inhalt.
Kann ich hier die Sicht ändern? Ah ne, ich kann hier nur die Karte. Guten Tag. Hallo Officer, dies ist Ihr erster Arbeitstag. Besteht darin, Ihre erste Schicht besteht darin, Strafzettel auszustellen. Halten Sie sich also nach Fahrzeugen Ausschau, die gegen Parkvorschriften verstoßen. Seien Sie wachsam. Ach so, ich darf jemanden festhalten, wenn er falsch steht, okay. Wo ist meine Waffe? Danke, Officer, ich werde mir das merken. So, wo ist der Ausgang? Hier, nee. Hä? Doch. Okay, die haben hier nochmal so einen Zwischenraum. Deine erste Schicht, willkommen an deinen ersten Tag als Officer in Brighton. Deine erste Aufgabe ist es, Strafzettel für falsches Parken auszustellen. Wenn du während deiner Schicht andere Verstöße feststellst, wie zum Beispiel Umweltverschmutzung oder unerlaubte Straßenüberquerung, solltest du eingreifen. Halte die betreffende Person fest, frage sie nach ihrem Ausweis und stelle ihr einen Strafzettel aus. Halte die Straßen von Brighton von Verkehrsverstößen frei. Also es ist 9.04 a.m. vormittags. Alle neuen Officers wird empfohlen, das Handbuch zu lesen und zusätzliche Informationen über bestimmte Aufgaben zu erhalten. Du kannst über das Ausrüstungsrad auf den Polizeicomputer zugreifen, indem du Dreieck drückst. Wenn dir das Spiel zu einfach oder zu schwierig erscheint, solltest du Spielanschein ändern, bestimmte Funktionen aktivieren, deaktivieren. Okay, Handbuch. Ach du Kacke. Okay, hier gibt es viel zu lesen. Aber jetzt wollen wir einfach mal gucken. Wegen der Parksituation halten Sie die Augen offen. Okay, nee. Waffe will ich jetzt nicht ziehen. Also R1 ist Waffe ziehen. Und das bestimmt zielen, ja genau, okay. Also das Wichtigste haben wir schon mal. Das ist das Waffenrad. Lol. Radarpistole. Polizeicomputer. Polizeihandzeichen. Okay. Gibt es auch nochmal ein Schnell? Verhalten hier. Nee. Okay. Da ist ein Fahrrad. So. Parking 8 bis 12. No Parking. Am Dienstag 8 bis 12. Okay, Glück gehabt. Aber ist auch ein Behinderter. Der darf da parken. So. Tuesday. So, jetzt gucken wir mal, obwohl hat der überhaupt ein Ticket gezogen? Nee, den wollen, das ist eine Fangfrage hier. So. Hat der. Ja, ich würde gern sehen wollen, ob der hier ein Ticket gezogen hat. Valid. Okay, valid. Okay, hier sind quasi valid und okay, die stehen richtig. Okay, ich kann hier richtig joggen, ich bin richtig schnell. La 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 la. Kann ich hier rein? Officer, aufmachen. So, jetzt gehen wir mal über die Straße. Okay, es ist rot. Darf ich die jetzt verhaften? Ja, immer schön stehen bleiben hier, gell? Have a nice weekend. Ja, es ist Montag. So.
Tuesday. Wir haben Monday. Tuesday. Hier ist nochmal einer. Tuesday. Die dürfen alle hier stehen. Es ist alles erlaubt. Alles erlaubt. Alter, das sind ja alles rechtschaffende Bürger hier. Grundlos nach dem Ausweis fragen kostet dich Points, sowohl SP als auch CP bringen nach jeder Schicht Stadtteil XP, womit du Dienststerne erhältst. Durch das Sammeln von genügend Dienststernen schaltest du Gegenstände und andere Gebiete frei. Okay, ja, aber hier sind alle Kundschaft. Aber die hat ja nichts. Die hat ja nichts Böses gemacht gerade. Oder hat die gerade Müll weggeschmissen? Ich weiß es nicht. So. Wir wollen ja nicht zu Unrecht. So, der hat auch hier frisch gut geparkt. Mitbezahlt, okay. Tuesday. Ich glaube, wir müssen Dienstag arbeiten. Das bringt mehr hier. Der ist auch grün. Oh. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier was? Darf der da stehen? Ich denke ja. Oh, Stacheldraht. Schnell weg hier. Meine Schicht, die neigt sich dem Ende. Ist die Hälfte rum und ich habe nichts gemacht. Also so. Ja, darf's gehen, ist grün. Ja, ja, mach das nur richtig. Ich bin wachsamer Officer im Laufschritt. Wie in so einem Film bin ich gerade. So im Zeitlupen-Schnellgang. Ich hätte die eine ansprechen müssen. Mit dem Pfeil über den Kopf. Das war ein Hinweis. Verwende Handzeichen, um Fahrern Verkehrsanweisungen zu geben, Verkehrsstaus aufzulösen und einen besseren Verkehrsfluss zu gewährleisten. Öffne das. Wähle anschließend zwischen Warten, Bewegen, Handzeichen. Oh nee. Leute, das mache ich lieber nicht. Aber es ist ja auch Montag. Jeder ist in der Arbeit und hat keinen Bock. Gott seins. Es ist grün, Leute. Moment. Oh ne. Falsches Handzeichen. Hier. Okay. Rückwärts. Kehrtwende. Warten. Wie kann ich das jetzt? Oh, ich will keine Waffe. Okay, auch gefehlt. Ah, okay, hier darf ich nicht rein. Oh. Oh, ich darf das Gebiet nicht verlassen. Also wenn jetzt hier ein Mord passiert, diese Person hat Abfall weggeworfen. Wo? Da. Hallo. Ausweis bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. Okay. Ich sehe hier einen schwarzen Schatten. Aber gut, da rechts ist ein Bundesstaat Franken, habe ich jetzt gerade gelesen. Na, Franklin. Führerschein. Nummer. Ablaufdatum. 8.06.24. Okay. Waffenschein, nein.
ist männlich, hat eine komische Brille auf. Okay, das ist alles safe. Aber mein Lieber, Handschellen, nee, doch nicht. Sie haben die Umwelt verschmutzt. Und, excuse me, wir haben, jetzt muss ich selber überlegen, 2023. Und da ist Umweltverschmutzung. Nee, 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 da gibt es gleich einen Strafzettel. Ja, das ist viel Geld. Sollen wir ihn durchsuchen? Der sieht doch gefährlich aus. Ich taste ihn mal ab. Genau. So. Also, er hat ein Springmesser dabei. Eine Salatgurke. Ich hoffe, es ist eine Salatgurke. Und eine Brille, die habe ich auch. Okay, das Springmesser finde ich nicht gut. Ich brauche Polizeicomputer. Tooltips aus ein. Trinken in der Öffentlichkeit. Nee, ich festhalten, durchsuchen. Also ein Springmesser ist da erlaubt, okay. Gut, wir sind ja nicht auf St. Pauli. Laufen lassen. In Ordnung, Sie können gehen. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch mit Ihrer Salatgurke. Oh, da hat jemand unerlaubt die Straße überquert. Da. Wir müssen ihn ergreifen. Er versteckt sich schon. Hallo, hallo. Sie haben die Straße unerlaubt überquert. Das gibt einen Strafzettel. Ja, wir müssen hier die Bürger schützen vor solchen wie Ihnen. Und wir bei der Gelegenheit frage ich nochmal nach Ihren Ausweis. Bitte, Ihren Ausweis. Ja, okay. Sie sind ganz schön alt geworden. Yamaguchi. 29.10.23. Kein Waffenschein. Okay, okay. Da scheint alles gut zu sein. Aber irgendwie sehen sie doch anders aus. Jetzt durchsuchen wir sie aber nochmal. Ich werde sie abtasten. Haben sie auch eine Salatgurke dabei? Nee, er hat feuchte Trauben dabei. Sie hat feuchte Trauben dabei. Also wir können ja eine einen Obstkorb kriegen wir voll heute. Gemüsekorb. Okay. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wer hat denn so ein Zeug dabei? Lol, ey. Wer hat sowas dabei? Sie. Ich gucke nur in dem Moment, wenn der losläuft. Ich sag's euch, wenn der losläuft.
So, aber meine Schicht ist bald um. Nächste Mal 20 Minuten. Da ist die Bank. Hier muss doch noch ein Falschparker sein. Nee, der hat gut geparkt. Aber kann ich hier nicht auch interagieren? Richtig, da hinten. Also ich darf einfach so über die Straße laufen. La 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 la. So, jetzt gucken wir mal. Der darf hier in der darf hier parken. Und der hier. Ich will meine Schicht nicht beenden. Ich will jetzt hier weitermachen. Der kriegt jetzt erstmal einen Strafzettel. Das ist eine besondere Haltezone. Das ist eine Taxi-Haltezone. So. Oder ist das ein Taxi gewesen? Nee. So, und hier haben wir den nächsten. Selbst nach meinem Feierabend. So, hier Strafzettel, Haltezone, Taxi. So, war minus 5. Schon wieder minus 5. Tuesday. Einloggen. So, Zusammenfassung. LOL, minus 5, minus 5, minus 5. Gut, 35 XP. Ist doch gut, oder? Abtasten. Salatgurke ist schon gefährlich, Leute. Parken. Ja, tut mir leid, wusste ich nicht. Bürger gegrüßt. Bürger. Sehenswürdigkeit freigeschaltet. Okay. Du kannst jede Woche bis zu 4 neue Schichten beantragen, in denen du einen Tag Urlaub nimmst. So kann ich eigentlich auch speichern. Ich hoffe, der hat gespeichert.
euch hat die erste Folge vom Police Simulator gefallen? Wenn ja, lasst mir